Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von FIFA 20. Ja, wir haben eine Debüt-Niederlage erlitten mit unserem Sepp Pollmeier. Das passiert. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier zu erledigen ist. Ich schätze mal... Nee? Doch, irgendwas gab's hier. Ich weiß es nicht. Nein, ich will es nicht beenden. Beenden immer noch nicht. So, wo ist denn jetzt hier unser... was ist mit dem hier? Gehört der zu uns oder nicht? Aktion anzeigen. Willst du, dass hier zu uns kommt? Willkommen, schön, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Wir sollten mit der Teamrolle beginnen. Ja, wollen wir doch mal. Muss ich irgendwas drücken? Nee. Schlüsselspieler, wichtig. Rotation, sporadisch, Perspektivspieler. Ich würde sagen, er ist sogar ein Schlüsselspieler. Oder? Ist ein Schlüsselspieler. Ich möchte, dass er einer der Stars der Mannschaft ist und fast ein Stammbart-Garantie hat, insbesondere in wichtigen Partien. Wie sieht's aus? Na? Sehr gut, das entspricht unseren Vorstellungen. Mein Klient ist mit der vorgeschlagenen Rolle einverstanden. Na, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir sollten jetzt über die Vertragslaufzeit sprechen. Mein Klient erwartet einen Vertrag über 5 Jahre. Klar, kein Thema. Wenn du 5 Jahre lang gut bist. Ja, machen wir einfach. Das klingt okay. Wir sind gerne bereit, Werner einen Vertrag über 5 Jahre anzubieten. Ja, Sepp Pollmeier hat's voll drauf. Der hat's voll drauf. Und schon strahlt der Werner. Guck mal. Mike Jens wünscht sich derzeit keine Freigabesumme. Damit dürfen sie vermutlich einverstanden sein. Freigabesumme. Was ist eine Freigabesumme? Helft mir auf die Sprünge. Ich akzeptiere erstmal. Wir wollen auch keine Freigabesumme in den Vertrag von Werner aufnehmen. Das ist bestimmt schlecht. Die grinst nämlich noch mehr. Also, ich meine, wir möchten nun gerne über den Gehalt sprechen. Wir finanzielle Angelegenheiten sprechen. Angesichts der Qualität meines Klients sind 48.500 pro Woche. Moment. Ich bin... Ja, ich... Der Bonus ist okay, aber das will ich nicht haben. Also... Achso, der kann ich nicht hochgehen. Gehalt 1 Dollar oder was? Warum geht das nicht? Wieso kann ich das nicht bearbeiten? Da, bearbeiten. Oh, lol. Ich dachte gerade schon. Ah, ich würde dir ja... 35.000 geben. Wieso kann ich das nicht machen? Den Bonus entfernen? Bonus, den will ich ja haben. Alle 15 kriegst du 20.000 extra. Soweit ich verstehe, wir wollen die Verhandlung nicht verzögern und schlagen wir daher 1 Euro pro Woche vor. Oh oh. Das war ein Witz. So läuft das nicht. Wir sind hergekommen, um Transfer zu schießen, aber diese immer. Das ist ja Enttäuschung, Werner ist nicht mehr wechselt, vielleicht beginnen sie mal. Nein, warum konnten wir das nicht machen? Nein. Warum konnte ich das denn nicht ändern? Scheiße. Scheiße, jetzt hat man echt guten. Und jetzt habe ich das voll verkackt, weil ich
kein Geld hat oder was? Scheiße. Da haben wir aber irgendwas falsch gemacht hier. Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Transferangebot über Stindl. Das ist Stindl. MS. Ja. Aber wollen wir den wirklich weghaben? Eigentlich will ich den da behalten, oder? Nee. Einfach ablehnen. Ich da jetzt nicht. So. Wir wollen ja jetzt spielen hier. Gegen Saus irgendwas. Auf geht's. Falls mal ein paar Soundbugs kommen sollten. Das kann leider passieren. Flachpass abschirmen. Das ist doch abschirmen. Verstehe ich nicht, ne? Verstehe ich nicht. Warum ist das so? Halt versuchen. Was denn? Hab ich doch. Hey. Den hab ich doch noch. Was ist das? F. M. Wir müssen nur noch zwei nochmal üben. So, jetzt nehmen wir extra den. Was soll das? Guck mal, ich drück doch schon extra die Taste. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das, die Taste? Nee, die Taste ist es auf jeden Fall nicht. LB, LT. LT, oder nicht? Okay, wir starten einfach. Ich werde es wahrscheinlich nie mehr lernen, Leute. Okay, machen wir uns ein bisschen frisch. Aufwärmen. Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Southampton gegen Borussia Mönchengladbach. Spiel Nummer zwei also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Oskar Wendt, könnte jetzt was werden. Die Möglichkeit zu flanken. Was? Ja, gibt Vorteil, vielleicht die Chance mit dieser Flanke. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Okay, für das Vorspiel sieht er noch Freistoß keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. So, er wird den Ball reinbringen. Oh. Und was kann daraus entstehen? Nix. Cedric. Was traust du Alassane Player in der heutigen Begegnung zu? Naja, der ist im Abschluss immer wieder überragend. Da muss die Abwehr schon aufpassen. Da kommt der Schuss. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ward-Prowse mit der Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Schön dazwischen gegangen. Oh, was? Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Geht das irgendwo hin? Okay. Ja, Bednarik. Højbjerg. Ward-Prowse. Cedric. Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe.
Na? Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Jetzt hat er den Ball. Oh Gott, das ist so schlecht. Könnte die Führung werden. Passieren? Klasse gehalten. Wenn er nicht nochmal so machen will. Probier gerade ein bisschen aus, wie der mit der Steuerung. Ward-Prowse mit der Ecke. Super Ball von Jan Sommer. Und das ist der Ballverlust. Kann er was draus machen? Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Geklärt. Vollends aufgeklärt. Wo ist der Ball? Heubier. Long. Der ist zu hoch, keine gute Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Long. Warum geht denn da keiner hin? Warum geht denn da keiner hin? So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Ist meine B-Taste kaputt oder was? Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nein! Super dazwischen gegangen. Passt er gut. Knapp. Dennis Zakaria. Ja, könnte was werden. Ball kommt rein. Schade. Da war sicher mehr drin. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, mit viel Übersicht. Nach dem Ballverlust bin ich immer so langsam. Cedric, da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Da ist die Hereingabe. Ja. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Ach ja, mit wem soll ich denn hier? Mit wem soll ich denn gehen? Also zwischenzeitlich, ne? Ball ist kein Mensch da. Der Linienrichter erhebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Ein Tick? Was ist das für ein Pass? Wie kann der da bitte einen Pass hinspielen? Jetzt schießt er. Ein klasse Schuss. Da hat er ein bisschen Pech. Der geht knapp vorbei. Yoshida. Hüt. Bertrand. Super dieses Zuspiel. Er spielt den Steilpass. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Warum lauft ihr nicht vor? Florian Neuhaus. Florian Neuhaus. Starkes Tackling hier. Strobel. Oskar Wendt. Kann er was draus machen? Ball kommt nicht durch. Ja, der letzte zu spielen, ne? Das letzte zu spielen ist halt so furchtbar schlecht. Gefährlich. Super Pass. Das war knapp. Schießt halt oben drüber, Mann. Guter Körpereinsatz hier. Ballverlust. Zu spät. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da ärgern sie sich. Ballverlust.
Oh, da ist keiner mehr. Ibrahima Traoré. Das war nicht zu spät. Sehr schön, sehr schön. Obkavenz. Ball an den langen Pfosten. Nein. Aber es gibt Ecke. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Komm. Einwurf jetzt. Wahnsinn, wie langsam die Leute sind. Ward-Prowse. Long. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Gute Aktion. Wie kann der so weit vorne sein? Starke Parade. Ward-Prowse mit der Ecke. So, Situation bereinigt. Plea. Früh wird er jetzt gestört. Ja, muss da ein bisschen durchkommen. Ach. Florian Neuhaus. Schöne Aktion. Au. Da geht er volles Risiko. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Nee, normal nicht. Aber es ist halt echt wieder so. Chancenverwertung gleich 0. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Florian Neuhaus. Es läuft halt auch keiner mit, ne? Plea. Und geht da voll in diesen Zweikampf. Verkackt, ey. Da verlieren sie den Ball. Ah, oh, zu spät. Warum nicht? Long. Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Ward-Prowse. Cedric. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Plea. Auf. Den Ball kann er abfangen. Nein. Southampton über den Flügel. Was macht er draus? Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Komm, lauf vor. Lauf. Derzeit ist einiges los in den Medien. Geht natürlich wieder mal um Transfergerüchte, Buschi. Richtig. Aber vielleicht der Anschlusstreffer. Was war das? Dass er da eingreift. Was ist das denn für eine Sicht? Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Coming onto the pitch, number 9. Oh, das war noch super knapp. Nee, was ist das für eine Sicht? Ecke kommt ins Zentrum. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Was ist das für eine Sicht? Den will ich nicht. Ach, das hatte ich schon mal. Ginter. Florian Neuhaus. Schöner Pass. Jetzt die Flanke. Florian Neuhaus. Oh nee, wie kriege ich die scheiß Sicht denn hier weg? Warte mal, das will ich nicht. Was ist das für eine Sicht? Die habe ich schon mal gehabt und das fand ich so ätzend. Wie kann ich das? Wie kann ich die Sicht wegmachen? Nee, das ist auch Quatsch. Was? Achso. Wow. Ball fliegt hoch rein. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Strobel. Oscar Wendt. Jetzt eine gute Flanke. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Woher? Oh, misslungener okay. Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Passt. Gut abgelaufen. Florian Neuhaus. Dennis Zakaria. Nein. Carrillo.
guter Vorstoß da jetzt. Bertrand. Cedric. Nee, nicht rein. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Der hält echt sehr viel aus. Ibrahima Traoré. Wendt. Bist du schnell? Schnell genug. Verteidigt da den Ballbesitz. Ah, aber ich weiß nicht wohin, Okay, passt. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Da unten macht sich jetzt ein neuer Mann bereit. Southampton wechselt aus. Jetzt genau, die Uhr. Neue Impulse 68. sollen jetzt her von der Bank. Alassane Player. Da ist die Florian Neuhaus. Oh. Er kommt an den Ball. Perfektion. Klasse gemacht. Nein. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das war so gut. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Oh, fuck. Ja, hilft dir alles nichts. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Oscar Wendt. Nein, was machst du? Und das gibt Abstoß. Das ist das, was ich nicht mag, ne? Wenn man zu früh schon irgendwas mal gedrückt hatte, dann hat der das voll im Kopf drin, ne? Und dann führt der das auch noch aus. Ist dem scheißegal, ob da sinnvoll ist oder nicht. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ist ihm scheißegal. So, lauft. Viel mit Auge. Jetzt die Chance. Der Ball ist zurück vom Pfosten. So, damit ist diese spannende Szene erstmal beendet. Das kann nicht sein. Und was für eine Aktion, Wolf. Alu-Treffer. Da standen sie mächtig unter Druck und hatten eine Menge Glück. McQueen. Super dieses Zuspiel. Gefährlich. Nein. Super. Oh, sehr schön. Das ist sehr gut gemacht. Kurzer Blick zur Uhr. Ein Stündchen haben wir noch. Es gibt Freistoß für Gladbach. Ja, sehr gut. Da unten macht sich jetzt ein neuer Mann bereit. Southampton wechselt aus. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Player. Kommt jetzt die Flanke rein? Nee. Oscar Wendt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Aber es kommt kein Mitspieler Vielleicht an den Ball. Ich sollte es einfach mal Heubier annehmen. Oh nicht Gott, oh mein kein guter Gott. Abschlag. Jetzt müssen sie aufpassen. Das Tor ist offen. Oh. Florian Neuhaus. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Lauf, Dennis Zakaria. Ist hier immer noch am Ball. Dennis Zakaria. Oh, schade. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt hat er den Ball wieder. Keine Zeit dafür. Harry Lewis. Wenn ich wenigstens ein Tor machen würde, ne? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Okay. Strobel. Den Ball kann er abfangen. Oh, das ist da unten. Southampton über den Flügel. Falsch. Sie unterstützen gut. Also. Ja, ist nicht so, als wenn kurz. Es falsch eingestellt wäre oder hat die Flanke. Falsch angezeigt wird. Sondern ich verschätze das total. Ibrahima Traoré. Ah. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 7. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Da kommt der Pass. Wie soll ich in 2 Minuten 4 Tore schießen? 2 Tore schießen. Ibrahima Traoré. Da ist die Flanke ins Zentrum. Das hätte gefährlich werden können. Dennis Zakaria. Gute Aktion. Und auch hier ist er aus, vorbei. Das Spiel ist zu Ende. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporter. Oh mein Gott. So schlecht. Schüsse 4. Aufs Tor gerade mal 2. Ballbesitz 55%. Wir haben mehr Ballbesitz. Aber das war's dann auch, ne? Das war's dann halt auch, ne?
Passgenauigkeit geht eigentlich. So schlimm ist es noch nicht mal. Aber es ist halt alles in allem scheiße. Alles in allem nicht das, wie es sein sollte. Irgendwas stimmt da mit unserem Team nicht. Mit unserer Mannschaft. Kann ich was mit denen machen? Können doch mal in Pause gehen oder so. Guck mal, wie müde die sind. Kann ich was mit euch machen? Kompakt. Immer stehen die kompakt. Ich will aber nicht, dass ihr kompakt steht. So sollt ihr stehen. Taktik. Ihr dürft auch breiter stehen und nach vorne stehen. Im Angriff vor allen Dingen breit stehen und nach vorne stehen. Ja, so. Ja, Speicher. Los, Speicher. So, wie sieht's hier aus? Nicht so gut, nicht so gut. Andere Ligeneinstellungen, okay. Was kann ich hier wirklich nichts mit euch machen? Irgendwie euch in den Urlaub schicken für 2 Tage? Nee, das mache ich nicht nochmal extra. Nee, da fange ich nicht an, hier einzelne Dinger zu machen. Das schaffe ich nicht. Das weiß ich nicht, wofür das ist. Okay, machen wir weiter. Simulieren wir das Spiel, dann hätten wir vielleicht wenigstens eine Chance. Okay. Naja, wir machen auf jeden Fall für heute Feierabend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auch wenn wir jetzt das 2. Mal verloren haben, das bleibt unser kleines Geheimnis. Pscht, pscht. Und wir sehen uns in dem nächsten Spiel wieder. Und ich hoffe, dass wir das dann geschissen kriegen, mal ein Tor zu schießen. Es wird ja langsam Zeit. Also, bis dahin. Ciao.